Hallöchen, meine Lieben. Ja, ich wollte euch nur mal kurz was zeigen. Und zwar fand ich das eigentlich eine ganz coole Idee für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel nicht ganz so viele Stempel haben und dafür eben noch eine coole Aufbewahrung brauchen oder wollen. Und zwar gab es jetzt beim Action in der Fotoabteilung hier diese Mappen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, weil das ist eine ganz neue Kameraeinstellung. Ich filme jetzt hier auch in dieser Fotobox und das ist ziemlich beengt hier. Vor allen Dingen, wenn man das Stativ noch vor der Nase hat und das Handy. Also hier hast du dann noch die Folien. Und das wollte ich euch eben einmal kurz zeigen. Ich mache das jetzt mal schnell hinter der Kamera. Also ich habe jetzt hier dieses ganz so ein ganz normales Set. Das sind ja so diese Standardgrößen. Ich mache das mal schnell rein. Ja, dann ist es auch einfacher. Und wie ihr sehen könnt, gleich passt es nämlich perfekt hier rein. Dann könnt ihr natürlich auch noch diese Dinger zuschneiden, also die Papiere bzw. die Marken, Hintergründe könnt ihr ja dann zuschneiden und dann eben hier reintun und dann könnt ihr es eben wunderschön durchblättern, was natürlich sehr praktisch ist und ich finde, die sind auch vom Design her ganz schön. Jetzt zeige ich euch das nochmal, aber ja, genau. Also wenn hier habt ihr einmal dieses Design, dann auch noch dieses Design. Aber ihr habt ja hier diese Folie. Und hier oben könnt ihr das auch rausholen. Also das heißt, ihr könnt es dann auch noch personalisieren. Sprich, ihr könntet zum Beispiel die Sachen sagen, okay, das sind Sprüche, das sind deutsche Stempel, das sind Mama Elephant Stempel, das sind Danny Poi Stempel. Also dann halt so ein bisschen kategorisieren. Und ich dachte, das zeige ich euch mal, weil diese Organisationsthemen ja doch immer, ja, aktuell sind. Und solange man eben noch nichts Passendes gefunden hat, kann es ja für den einen oder anderen praktisch sein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese CD- und DVD-Hüllen für diese Stempel. Das Einzige, was ich von Avery L, glaube ich, sind es, ne, Hüllen. Das sind die ganz großen, für die ganz großen Sets, wie zum Beispiel Alpaka Paul oder manche My Favorite Things, die sind ja sehr hoch. Da habe ich dann einfach andere, aber für den Großteil, was ja wirklich standardmäßig ist, sind die hier in dieser A6 Größe. Da passt das eben perfekt in solche Mappen rein für Fotos. Und was ich euch eben noch zeigen wollte, das fand ich eben auch sehr, sehr cool, ist nämlich diese Musikbox hier. Und zwar gibt es da auch verschiedene Varianten, auch mit Ballerinas und so weiter. Das kannst du dir zusammenstecken. Und dann hast du hier eben diese Musikbox. Und das ist wie wie sagt man, die man so dreht. Also heute, jetzt fallen mir die Worte nicht ein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das finde ich halt mega klasse. Und deswegen hat sich die Kleine jetzt, also meine Tochter, dafür entschieden, dieses Karussell eben zu nehmen. Da gab es aber auch noch das mit den Ballerinas und ich glaube noch irgendwas. Aber wie gesagt, das fand ich eben sehr hübsch. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Also ich glaube, dass man mit diesem Holz, da muss man schon vorsichtig sein, das raustrennen, werde ich übernehmen. Aber dann kann man das ja zusammenstecken. Und ich glaube, das soll sich, glaube ich, sogar auch drehen können. Also das muss ich jetzt dann einfach mal gucken. With music spins around. Naja. Instructions included. Na, dann ist ja gut. Also es soll sich auf jeden Fall auch drehen können. Ich glaube, das ist auch hier dieses Element, das hier, ich komme hier echt gar nicht hin. Ich glaube, das muss ich das nächste Mal wieder anders machen, um was zu zeigen, weil da hat man echt nur 30x30 Platz und das ist einfach zu wenig, wenn dann auch noch das ganze Zeug hier davor steht. Genau, aber wie gesagt, das wollte ich euch jetzt einmal kurz zeigen und ja, dafür lohnt sich kein extra Video, aber wie gesagt, immer auf Instagram kann man ja mal schnell was hochladen und zeigen. Naja, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen schönen Tag und lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon haltet, also einmal für die Aufbewahrung
von den DVDs, sage ich schon, von den Stempeln. Ob ihr gerade zum Beispiel noch sucht oder so. Wenn man jetzt natürlich eine gewisse Menge hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so gut. Also ich muss halt auch dazu sagen, weshalb das überhaupt in Frage kommen würde. Du hast ja diese Mappen, aber du brauchst ja auch einen gewissen Ring. Und diese Ringe sind schon recht groß, dass da halt auch dickere Sachen reinpassen. Ja, deswegen fand ich das halt eigentlich ganz cool als Stempelaufbewahrung. Deswegen eben die Idee an euch. Aber wie gesagt, das einfach mal ausprobieren, wer da noch am Suchen ist. Und dann wünsche ich euch jetzt noch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss.